Eine Zeitreise in das 18. Jahrhundert nennt der Förderverein des Schlosses Braunshardt seine Schlossführung, bei der die Teilnehmer in historischen Gewändern empfangen werden. Am 1. Oktober 2012 ausschließlich für unsere Gruppe der Akademie 55 Plus aus Darmstadt. Lebendige Geschichte konnten wir erleben durch kleine gespielte Anekdoten rund um Luise, Prinzessin zu Mecklenburg-Strelitz, die hier auf dem Sommersitz ihres Großvaters Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt von Göhr zur Dame erzogen wurde. So begegneten wir ihrer Gouvernante Mademoiselle Salomé de Guilleux und ihrem Hofmarschall, aber auch ihr selbst. Später wurde sie ja Gemahlin König Friedrich Wilhelms III. Und damit Königin von Preußen. Hier auf Schloss Braunshardt verlebte sie glückliche Tage mit ihrem vormaligen Bräutigam, noch Friedrich Wilhelm von Preußen, 1793, nachdem seine Truppen das französisch besetzte Mainz erobert hatten. Nach einer intensiven Restaurierung ist Schloss Braunshardt seit September 2008 wieder öffentlich zugänglich. So durchschritten wir die opulenten Räume und Salons, die sich durch ihre farblichen Charaktere unterscheiden. Wir erfuhren viel Wissenswertes rund ums Schloss und das Schlossleben und über seine Gäste. Mit einem abschließenden Bummel durch den gewöhnlicherweise verschlossenen Park beendeten wir unseren Ausflug ins 18. Jahrhundert. Queen Victoria ritzte während eines Besuchs auf Schloss Braunshardt in die Fensterscheibe ihr Autogramm.
mit anderen Worten, man scheute kein Wasser. Doch, wenn Sie heute jeden Tag.